So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz begrüßen nach dem Spiel Viktoria gegen BFC Dynamo. Der Ausgang ist allen bekannt. Es gab 7 gelbe Karten, 5 auf Seiten vom BFC, 2 von Seiten Viktoria. 1095 Zuschauer haben das Spiel gesehen. Begrüße beide Trainer. René Redewitz vom BFC und Thomas Herbst. Zuerst Herr Redewitz. Ja, guten Abend. Also ich bin natürlich mit dem Ergebnis zufrieden, ist ja klar. Ansonsten, dass wenn man dann irgendwie 5x1,90 aufstellt und dann ein Gegentor durch den Standard bekommt, ist natürlich sehr ärgerlich. Auch wie der Standard entstanden ist durch einen Fehlpass, wo wir leichtfertig den Ball hergeben. Da müssen wir einfach besser werden in der Spieleröffnung. Ansonsten denke ich aber, haben wir das Spiel verdient gewonnen. Wir haben noch die ein oder andere Großchance gehabt, wo wir wieder alleine vor dem Tor stehen und die Dinger nicht reingemacht haben. Da müssen wir auch dran arbeiten. Aber wie gesagt, insgesamt mit dem Ergebnis bin ich zufrieden mit dem Spiel. Ich denke, das können wir besser. Danke, Thomas. Ja, wenn mein Kollege zufrieden ist, dann ist es wohl selbstverständlich, dass ich sehr unzufrieden bin. Ich denke, dass wir nach den Punktverlusten gegen Meuselwitz und gegen BHK, was man schon so sagen muss, heute in der Pflicht waren, das Spiel zu gewinnen, haben uns viel vorgenommen. Ich denke, dass wir auch natürlich endlich mal wieder in Führung gehen. Das ist natürlich bitter für uns, wenn man sich so viel vornimmt. Gleich im Gegenzug wieder den Ausgleich zu kassieren, ist die Verunsicherung sofort wieder da. Dann kassieren wir das zweite Tor über eine Situation, die wir vorher noch ausgiebig besprechen. Von daher ist natürlich klar, dass die Mannschaft erstmal am Boden ist und natürlich wieder versucht, wie in den letzten Spielen auch, das Spiel zu drehen. Aber diesmal hatte der Gegner auch ein anderes Format, körperlich, defensiv sehr stabil, hat da wenig zugelassen und da war natürlich schwer für uns, da durchzukommen. Deshalb war es eben so wichtig, mal in Führung zu gehen und das muss man einfach auch mal über den längeren Zeitraum halten. Von daher war das natürlich, kommt das alles Dynamo sehr entgegen. Für uns war es sehr schwer, das Bemühen kann ich uns nicht absprechen, aber wir müssen einfach daran arbeiten, Fehler abzustellen. Es geht nicht so, dass man immer versucht, nur über die fußballerische Linie zum Erfolg zu kommen, sondern es müssen Ergebnisse her und dazu muss man sich defensiv einfach besser und stabiler präsentieren. Danke. Danke, Thomas. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. René Wiedewitz mit seiner Mannschaft weiterhin viel Erfolg. Und uns viel Erfolg am Sonntag, 13:30 Uhr, ist gegen Hertha wieder hier auf dem Stadion Lichterfeld. Tschüss.